Hey Leute, ich bin's David und heute beim Schießstand auf dem Prüfstand ist das nächste der interessanten neuen Sigma-Objektive. Heute hier das 65mm 2.0 DG-DN aus der Contemporary I-Serie. Das Objektiv ist anders als das 35er schon durch seine Brennweite ziemlich interessant. Denn 65mm, was ist das denn bitte? Gab's bisher nur in manuell von Vogtländer. Ob es was für alle ist, denen 50mm zu weitwinklig ist und 85mm wiederum zu Tele ist, oder ob es ganz allgemein ein sehr interessantes, wenn nicht sogar sehr gutes Objektiv ist, das erfahrt ihr in diesem Video, also Film ab! Wie gesagt, das 65er ist etwas anders als das 35er, denn es gibt nichts mit ähnlicher Brennweite und gleicher oder besserer Lichtstärke. Da wäre nur das Samyang 75mm 1.8, was mir sehr gut gefallen hat. Das ist wohl noch am nächsten dran. Und Sonys Portrait Alleskönner Allzweckwaffe, das 85mm 1.8, ist da vermutlich auch für viele die gängigere Wahl. Also zumindest schätze ich ein 65mm Objektiv mit einem Bildwinkel von 37 Grad definitiv als Porträtobjektiv ein. Schon mit 50mm und einem Bildwinkel von 45 Grad fällt es mir schwer, etwas anderes sinnvoll zu fotografieren als Menschen. Naja, das Sigma 65mm 2.0 DG-DN kostet zur Markteinführung 700 Euro. Damit ist es mit Abstand am teuersten der drei genannten. Denn Samyangs günstige Porträtlinse kostet nur ca. 350 Euro und Sonys Dauerbrenner neu gerade mal unter 500 Euro. Das macht es jetzt fürs Sigma ganz ehrlich gesagt nicht viel einfacher. Und da muss es sich erstmal behaupten, um seinen Preis zu erklären. Etwas, wobei sich eben das 35er extrem schwer getan hat und am Ende für mich nicht überzeugt hat. Übrigens ist das 65er hier mittlerweile sogar schon lieferbar. Links zu den aktuellen Tagespreisen gibt's unten in der Videobeschreibung. Aber kommen wir erstmal zum Speccheck. Sigmas neues 65mm 2.0 DG-DN aus der Contemporary I-Serie ist mit 72mm Durchmesser und 74mm Länge größer als das 35er. Damit ist es auch größer als das angesprochene Samyang, aber kleiner als das Sony 85 1.8. Beim Gewicht liegt es mit 405 Gramm deutlich über dem Samyang und minimal über dem Sony. Als Filtergewinde kommt hier ein 62mm Gewinde zum Einsatz. Und das Gehäuse ist hier wieder komplett aus Metall und fühlt sich extrem hochwertig an. Sieht extrem hochwertig aus und wirkt richtig robust. Noch dazu hat es ein unverkennbares Design, was gefallen kann, aber nicht muss. Ist halt eher so ein Retro-Schick-Look. Macht aber auch an der A7 R4 eine richtig gute Figur, wobei die retro-tauglichen Sonys immer noch die der ersten Generation waren, denke ich. Das Sigma hier hat neben einem schönen und gut greifbaren Fokusring auch einen Blendenring, der sich aber leider weder entklicken noch verriegeln lässt. Schade, dass man an sowas die Unterschiede zwischen der Art und der Contemporary-Serie sieht. Ansonsten die Verarbeitung, wie gesagt, toll, absolut top. Und auch hier metallische Gegenlichtblende mit dabei und auch hier magnetischer Objektivdeckel, der aber etwas sinnlos ist, da man ihn nicht mit Filtern verwenden kann und wie gesagt auch nicht mit der Gegenlichtblende. Trotzdem schöne Spielerei, sieht auf jeden Fall schick aus. Das Objektiv ist wie das schon getestete 35er leider nicht direkt gegen Umwelteinflüsse abgedichtet, auch wenn man hinten am Bajonett eine klitzekleine Gummilippe findet. Aber die ist vermutlich eher für den Halt an der Kamera da. Optischerseits kommen hier 12 Linsen in 9 Gruppen zum Einsatz und damit ist es sogar komplexer als das 35er. Bei den Blendenlamellen verwenden beide aber 9 abgerundete Lamellen. Und für ein Porträtobjektiv positiv anzumerken ist hier definitiv die Naheinstellgrenze von 55 cm und der Abbildungsmaßstab von 1 zu 6,8. Damit schneidet es besser ab als das Samyang und das Sony, die ca. 1 zu 7,7 Abbildungsmaßstab liefern. Aber mit den etwas lichtstärkeren 75er und 85er Objektiven kann man schlicht besser freistellen als mit 65mm bei Blende 2. Zumindest ist es durch die doch etwas andere Brennweite und den anderen Bildwinkel nicht so, dass man gleich von vornherein sagen kann, dass das Sigma im Vergleich zu den anderen beiden keinen Sinn macht. Denn es ist eben einfach anders. Einfach etwas Neues und das eben sowohl für Sony E-Mount als auch für L-Mount, denn das gab es eben vorher mit Autofokus noch nicht. Das Schöne an 65mm ist auch, dass diese Brennweite an einem APS-C-Body ca. 100mm entspricht mit
Blende 2.8 äquivalent und nicht gleich 127 mm wie bei einem 85er. Und mit 100 mm Blende 2.8 an APS-C ist man porträtmäßig vielseitiger unterwegs als eben 127 mm, was teilweise schon deutlich zu nah dran ist. Micha hatte das Thema 85er an APS-C ja erst zuletzt in seinem Fuji-Video angesprochen. Also könnte man das 65er vielleicht auch ganz gut gebrauchen, wenn man jetzt noch APS-C hat, aber überlegt, irgendwann mal auf Vollformat umzusteigen. Ist auf jeden Fall für beide Kameras ein interessantes Porträtobjektiv. Aber schauen wir uns erstmal an, was die Linse so auf den Sensor der A7 R4 bringt. Und da muss ich vorher erstmal sagen, dass mir die 65mm deutlich mehr Spaß gemacht haben, als ich anfangs gedacht hätte. Es ist nämlich wirklich ein schönes Mittelding zwischen 50 und 85mm. Nämlich so ziemlich genau die Mitte. Es eignet sich vorzüglich für Porträts und trotz der auf dem Papier schlechteren Ausgangswerte erreicht man mit 65mm bei Blende 2.0 auch tolle Resultate in Sachen Freistellung und Bokeh. Aber ich habe es schon beim 35er gesagt, im Prinzip kann man mit jedem Objektiv tolle Bilder machen. Und auch hier sind die Porträts, die ich damit geschossen habe, super geworden. Schauen wir uns die optische Performance mal im Detail an, um ein genaueres Bild davon zu bekommen, ob dieses Objektiv denn empfehlenswert ist. Und die Bildschärfe ist top. Sowohl in der Bildmitte als auch am Rand ist das 65er sehr scharf. So scharf, dass man zwischen Offenblende und Blende 4 kaum einen Unterschied sehen kann. Und sowohl in der Bildmitte als auch noch stärker am Rand sichtbar deutlich schärfer als Sigmas ziemlich gutes 24-70 2.8 aus der Art-Serie bei 70mm. Irgendwas muss es ja bringen, wenn man auf Festbrennweiten setzt, also abgesehen von der Einblende besseren Lichtstärke und der kleineren Größe. Auch extrem positiv ist die Vignettierung, denn auch dort sieht man zwischen Offenblende und Blende 5.6 kaum einen Unterschied. Ganz, ganz anders als eben beim 35er. Das klingt bis hierhin also schon mal ganz gut. Aber auch hier hat Sigma wieder kaum Wert auf die Verzeichnung gelegt. Ja, lässt sich ja auch nachträglich korrigieren, sieht aber eben unkorrigiert einfach nicht schön aus. Und wenn eine Festbrennweite, die 700 Euro kostet, mehr verzeichnet als ein 24-70 2.8 Standard-Zoom, was 1000 Euro kostet, dann ist das nichts Schönes. Und normalerweise sind 50 oder auch 85 mm die Objektive, die eben am wenigsten verzeichnen. Um die Verzeichnung wegzubekommen, muss man hier den Regler im Lightroom auf minus 9 stellen. Das ist nicht wenig und nicht besonders toll und ich werde da weiterhin drauf rumhacken, denn ich mag diese Entwicklung einfach nicht. Alles was geht, soll irgendwie nachträglich in Software korrigiert werden. Das wäre okay, wenn die Objektive dadurch sichtbar deutlich günstiger werden, was sich bisher aber meiner Meinung nach nicht abzeichnet. Beim nächsten Punkt habe ich hier aber zumindest nichts zu meckern. Chromatische Aberrationen sind sehr, sehr gut unter Kontrolle. Spürt man an den Kontrastkanten deutlich, denn dort sucht man vergeblich nach Farbsäumen. Und auch bei Gegenlicht mit ein bisschen Sonne findet man davon nichts. Und das kommt auch dem Bokeh extrem zugute, denn das Bokeh ist deutlich weniger unruhig als das beim 35mm Geschwisterchen. Und beim 35mm kam das wohl vor allem durch diese lateralen Aberrationen im Hintergrund. Also die Kontraste im Hintergrund, in der Hintergrundunschärfe im Bokeh hatten so diesen Grünschimmer und die Vordergrundkontraste einen Magentaschimmer. Beim 65er sucht man sowas vergeblich. Und so macht das Bokeh deutlich, deutlich schöner, verspielter und weicher. Es gibt aber auch ein Aber. Denn wahrscheinlich durch die ähnliche Bauform, das ähnliche Gehäuse, hat das Bokeh bei näherer Betrachtung das gleiche Problem mit den abgeschnittenen Katzenaugen wie das 35er. Da sind mir also ganz normale Football-Kreise deutlich lieber. Naja, abgeblendet verschwinden diese Formprobleme natürlich wie immer, schon bei einer Blende weniger. Ansonsten ist das Bokeh nicht schlecht und in der Praxis schon gar nicht. Es ist smooth, ruhig, keine Farbsäume. Damit kann man definitiv arbeiten, eben auch in Sachen Freistellung und Porträts. Lensflares sind bei dem Objektiv auch kein größeres Problem, aber der Autofokus hat so ziemlich genau das gemacht, was er beim 35er zumindest kurzzeitig auch gemacht hat. Bei einer ganzen Reihe an Bildern hat er einfach nicht ordentlich scharf gestellt. Und das, obwohl das Auge erkannt wurde. Ich schneide das ja immer mit dem Ninja 5 Recorder mit, um dann eben sowas zu sehen wie, hat er jetzt bei dem Bild in dieser Situation genau eben auch Augenautofokus erkannt oder war das nur allgemein ein Fokusproblem der Kamera? Aber es war Augenautofokus und es ist trotzdem nicht scharf. Das Model hat sich auch nicht so schnell bewegt, sodass es Bewegungsunschärfe wäre. Es ist aber auch nur bei dieser Reihe und sonst bei keinem anderen Bild aufgetreten.
und sehen, ob es nun Front- oder Backfokus war, kann ich in dem Fall leider auch nicht, da der Fokus so weit weg war, dass er schon nicht mehr auf Olga lag. Und by the way, schau doch bitte mal bei Olga im Instagram vorbei, sie hilft mir immer so toll bei den Objektivtests und das soll sich abgesehen von den Bildern für sie ja auch ordentlich lohnen. Ansonsten war der Autofokus aber tadellos und hat die Augen auch meistens sehr gut getroffen. Was natürlich zusammen mit der tollen Schärfe, dem guten Bokeh und der ordentlichen Freistellung für tolle Porträts gesorgt hat. Und auch der Abbildungsmaßstab macht sich hier positiv bemerkbar, da die meisten anderen Porträtobjektive sich da wirklich schwer tun. Aber mit 65mm Brennweite und einem Abstand von 55cm kommt man deutlich besser zurecht als eben mit diesen Naheinstellgrenzen von 80-90cm bei einem 85er. Also das hat mir deutlich besser gefallen. Und auch der Videoautofokus ist hier sehr gut, fast tadellos. Und das Objektiv zeigt auch deutlich weniger Briefing als das 35er, auch wenn es nicht ganz weg ist, aber es gefällt mir wirklich gut. Chroma ist hier kein Problem und Sonnensterne sehen auch gut aus. Also sollte man wirklich mal auf die Idee kommen, mit einem 65er Landschaftsfotos zu machen, mit Sonne drin. Insgesamt gibt es nicht viele Schwächen, die ein Fazit trüben würden. Die Verzeichnung wäre das Einzige, was mich wirklich stört und die lässt sich ja eben korrigieren. Weshalb der Autofokus bei genau einer einzigen Situation rumgezickt hat, kann ich euch aber nicht erklären. Aber sowas lässt sich ja zur Not auch über Firmware-Updates lösen, sollte sich da wirklich ein größeres Problem ergeben. Ansonsten ist die wichtigste Frage bei diesem Objektiv eher, wie man zur Brennweite steht. 65mm sind eben nicht das, was man sonst für Porträts kennt, sondern eher das, was man bei einem Standard-Zoom am langen Ende kennt, nur eben in Lichtstärke. Und im Vergleich zu einem 24-70 2.8, wie zum Beispiel von Sigma, auch am Rand schärfer und mit weniger Vignettierung. Porträts mit 65mm Brennweite schießen hat mir echt viel Spaß gemacht. Und für alle, die diesen Brennweitenbereich sehr mögen, wäre das Sigma 65mm 2.0 DGDN definitiv eine gute Wahl. Und auch für APS-C als Äquivalent des 100mm 2.8 keine schlechte Idee. In Summe hat mir viel gut gefallen und relativ wenig nicht gefallen. Am Ende entscheidet aber, wie so oft, der Preis. Denn ein Samyang 75mm 1.8 ist für Porträt auch ein richtig tolles Objektiv und das Sony 85 1.8 sowieso. Und auf die Randschärfe kommt es bei Porträts eben kaum an. Beide kosten deutlich weniger, sind aber natürlich ganz andere Brennweiten. 65mm gab es bisher nur in Manuell von Vogtländer und das ist schwer vergleichbar, da sowas wie Augenautofokus heute schon eine massive Rolle spielt, gerade bei Porträts. Das hat man dann eben einfach nicht bei einem Manuellen. Also wenn 65mm Brennweite was für euch ist, dann findet ihr Links zu dem hier, also dem Sigma 65mm 2.0 DGDN, unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir eben weiterhin solche Videos machen können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like und euer Abo da. Und am liebsten wäre es uns natürlich auch noch, wenn ihr Mitglied im Glockenkommando werdet. Mit einem Klick auf die Glocke werdet ihr über jedes neue Video benachrichtigt. Und Instagram, das haben wir übrigens auch. Dort posten wir die besten Bilder, die wir mit der hier getesteten Ausrüstung aufgenommen haben. Und schauen in Stories so ein bisschen behind the scenes und geben euch einen Ausblick auf quasi alles, was kommt. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, zum Beispiel das zum 35er 2.0 DGDN, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wenn es dann fertig ist, hier unten das Video zum 24mm 3.5 DGDN aus der gleichen Serie. Dann bin ich soweit fertig für heute und sage ciao, bis zum nächsten Mal.